Damn it! Es gibt verschiedene Dolche. Schnell, lauf schneller, Pierce. Wie viele verfiebte Dolche braucht das Ding? What the hell was that? Was scheint's zu sein? Damn. Maybe I can use this dagger. Also die Hoffnung ist jetzt, dass jetzt, wenn ich in den Schrank gehe, sich das Vieh ein bisschen beruhigt. Nein. Kannst du bitte weggehen? What the hell was that? Ich mache jetzt nichts. Und warte einfach nur, dass das Ding greift auf jeden Fall, also es kommt auf jeden Fall, ja, es ist laut, es kommt auf jeden Fall immer in die Richtung, wo man gerade steht. Das heißt, ich muss gleich von Anfang an weg. Ich weiß nicht, ob ich kriechen muss, vielleicht kann ich ja von vornherein gehen. Ich probiere jetzt mal zu gehen. Damn, maybe I can use this dagger. Also laufen nicht. Gehen ja. Kommt das näher? Ist es nicht. Also
Also ich gehe jetzt erst an das Bild ran, wenn das Vieh irgendwo hinten in einem der beiden Räume ist. Danke, Turidan, für die Subscription. Und sowas mache ich eigentlich nicht. Also die Story gefällt mir. Es baut schön alles aufeinander auf. Aber solche Szenen, wo man immer Schleichrätsel machen muss und so, das reißt einen vollkommen aus. Also gehen war okay, laufen nicht. Beim Laufen wurde das Ding stinkig, aber gehen sollte okay sein. Maybe I can use this dagger. Jetzt ist es auf dem Weg da rein, ne? So, was sagt der Chat? Ich glaube, du musst dich verstecken nach dem ersten Dolch. Es scheint ja kurz verwundet zu sein. Oder? Eventuell ist es einer der anderen Dolche. Also vom Bild aus auf der rechten Seite. Vielleicht hilft ein Blick ins Menü. Vielleicht. Der Schlurf ist ein Gemälde, das wissen wir. Irene Sender weiß gar nicht, was sie mehr hasst, Sarah Hawkins oder deren Arbeiten. Nach wie vor beschuldigt sie Hawkins, ihren Ehemann um den Verstand gebracht zu haben. Unter Einfluss des Gemäldes stach er sich die Augen aus. Ich muss das Gemälde sehen. Der Schlüssel zur Galerie liegt wahrscheinlich im Büro. Haben wir. Die Sanders und die Sarah Hawkins standen sich nahe, ganz ohne Zweifel. Die Witwe hat mir nicht alles erzählt. Ihr Haus dagegen spricht Bände. Alles begann mit Francis Sanders Besessenheit mit dem Schlurfer. Einem auf mehr als eine Weise herausragenden Gemälde. Okay, aber... Was hilft mir das beim Schlurfer? Francis Sanders, da sie, Irene Sanders. Oder alle Dolche. Ja, nee, das. What the hell was that? Damn, maybe. I can use this dagger. Was rein? Hi. Okay, soll sich wahrscheinlich nicht im Schrank verstecken, nachdem man gerade da ein Geräusch gemacht hat, huh? Wobei, haut ab. Nehmen. Kann ihn auswechseln.
Also ist ein anderer Dolch. Damn it! This dagger didn't work. Verstecken, warten, dann raus, neuen Dolch. Der sieht anders aus. Bei dem Dolch war unten im Griff so eine Sigille, die wir auch schon vorher gesehen haben. Aber trotzdem hat das nicht gereicht. Du hast dir nicht alle Unterpunkte angeguckt, okay. Verstand. Albträume. Etwas piercing, das, genau, Verstand. Deine durchlebten Prüfungen haben ihre Spuren hinterlassen und du gibst dennoch dein Bestes. Du lenkst dich ab, um Zweifel und schmerzhafte Erinnerungen zu verdrängen. Doch du musst weitermachen. Wer weiß, wohin dich dein Geist auf dem Weg des Wahnsinns führt. Das Ritual. Verstand ist immer noch erschüttert. Also, das ist unser momentaner Geisteszustand. Ist das so eine todesenge Situation? Also darfst du ihn nicht anschauen? Nee, auch wenn ich nicht hingucke, kommt er trotzdem näher und tötet mich trotzdem. Haben wir auch schon getestet. Tod von Francis Sander. Das Bestiarium. Charles Hawkins. Villa der Hawkins. Das hier ist noch gar nicht drin. So. Dimensionsschlurfer. Der Dimensionsschlurfer kommt aus einer dunklen und unwirklichen Dimension, in der die Nahrungsknappheit ihn in einen dauerhaften Hungerzustand hält. Deshalb ist er in ständiger Bereitschaft, in andere Dimensionen zu reisen, um sich von deren Bewohnern zu ernähren. Lüftet niemals den Schlürfer zu eurer Dimension, sonst lauft ihr Gefahr, dieses äußerst gefährliche Wesen anzulocken. Sollte es dennoch genügen, so genügt ein einziger Blick darauf, dass es sich in eurer Dimension verankert und euch mit seinen Krallen zu fetzen vermag. Ja gut, das hilft jetzt nicht. Die Menschen werden Wissen erlangen durch die Zeilen, die mir von den großen Alten eingegeben werden. Aber auch durch andere Bände. Die Visionen, die mich überkommen, flüstern mir Namen und Schatten mystischer Wesen zu. Schon bald wird das Maleus Bestiarium der Sammelort allen anatomischen, kosmischen und dimensionalen Wissens als maßgebendes Werk betrachtet werden. Dieses Buch, unheilig selbst unter den verfluchtesten Büchern, wird eines Tages als letzter Bastion zwischen dem Menschen und seinem Jäger dienen, die hinter den Schleiern paralleler Dimensionen nur darauf warten, ihn zu verschlingen. Hilft mir leider nicht dabei, den Schlürfer jetzt zu bekämpfen. What the hell was that? Also, weg. Das klappt ja. Am Anfang weggehen. Thank you.
Damn. Maybe I can use this dagger. Ist wieder ein anderer Dolch. Also er geht jetzt in den Raum hinter uns. Glaube ich. Damn it! This dagger didn't work. Boah, hast gar nicht gefolgt. To use a specific dagger. Den hier hatten wir schon. Das wäre uns eigentlich das vorher alles genau angucken müssen. Wie der Dolch aussieht. Woher sollen wir ein Bild von dem Dolch haben? Ja, irgendwo irgendein Hinweis. Hier sind überall Hinweise und komische Zeichen und Symbole. Symbol ist immer das gleiche da, ne? Ja. Das Ding? F. Ich drücke F, es passiert nichts. Achso. Ist das Symbol? Also ein G ähnliches. Was liegt eigentlich auf dem Schrank bei dem Gemälde? Da ist ein Schrank. Gibt das restliche Zeug im Schaukasten keinen Hinweis auf den Dolch? Nein, das Problem ist ein bisschen, da ist so ein extradimensionales Monster hinter mir her. Also ich kann nicht wirklich gut gucken, was da drin ist. What the hell was that? Aber ich glaube, ich habe alle Schaukästen hier links vom Gemälde aus jetzt durch. Ah, die Ölflasche, ja, die ist hier links. Es sind zwei Ölflaschen hier drin. Also den hier haben wir schon. Den Dolch, glaube ich zumindest. Den da auch. Ich glaube, den hier haben wir noch nicht. Damn! Maybe I can use this dagger. Oh.
Also, falls irgendjemand der Zuschauer einen Hinweis hat für mich, wäre ich sehr dankbar. Sonst muss ich das Rätsel jetzt de-dossen und das wird nicht gut. Also, ich bin jetzt schon dabei, das zu dossen. Ja. What the hell was that? Damn. Maybe I can use this dagger. Also Mitte und den haben wir jetzt. Hinter dem Gemälde Fußboden. Ja, darfst du doch schon. Auf jeden Fall. Das nervt mich jetzt schon, dass wir es so oft wiederholen müssen. Das ist nicht gerade ein sehr flüssiges Spielerlebnis. Is this dagger part of Sanders' collection? Davon gibt's fünf. Diesen gewundenen Dolch gibt's mehrmals. Okay, mit weit weniger Talent gesegnet als Sarah Hawkins zeichnete Sanders einen verdreht aussehenden Dolch bis ins kleinste Detail. Den Handschutz zieht ein merkwürdiges esoterisches Symbol, also irgendwas X-artiges, das in seiner Korrespondenz mit Sarah auftaucht. Und wir haben auch schon zwei von diesen Dolchen benutzt bei dem Bild. Also ich bin mir 100% sicher, wir haben einen von solchen Dolchen schon benutzt und 90% sicher, dass wir schon einen zweiten davon benutzt haben. Da ist zum Beispiel einer, aber der hat... Damn, maybe I can use this dagger. Ah, der hat drei Winkel, der andere hat nur zwei, ne? Also drei Tentakel. Also brauchen wir einen Tentakeldolch mit zwei Tentakeln und nicht drei Tentakeln. What the hell was that? Armer Pierce, so viele Visionen seines Todes. So, also. Da nicht. Da nicht. Das sind viel zu viele Tentakel. Das ist nur ein Tentakel. Das ist was anderes. Das ist ein Dual-Tentakel. Okay, also hier in dem Bereich ist es absolut nicht. Das da ist es. Damn! This dagger. Looks different. Leuchtet auch. Gib ihm. You sure you won't be needing that hand?
You're losing it, Detective. At this rate, you're right. The bottle will get you before I do. You didn't see anything. I saw you within an inch of putting a dagger through your forearm. Did I miss something more interesting? Yeah. Na, Okkultismus haben wir irgendwo was übersehen. I was attacked by a creature. I pushed it back, I think. I think so too. You knew about the beast. What are you talking about? Think yourself lucky that I saved your hand, even if it was to save my goods. You mean me? Don't flatter yourself, sweetheart. I'm talking about the contents of this gallery. And by the way, where do you think you're going with that dagger? It saved my life. It's an extraordinary dagger. You should talk to Algernon Drake. He's an antique dealer here on Darkwater. He'll tell you all about it. From what I saw in the ledgers, it was him who sold it to Sanders. This symbol on the dagger, it was all over Sanders' cell. It's what protected him. It's what protected me, too. If Hawkins was trying to get rid of this shambler, she might have made contact with Drake. This antique dealer has a good knowledge of the occult. I have nothing to lose by meeting him. You've got your spunk back. Go where you want. I'm staying here to talk business with Irene. Und sie lässt ihn einfach so mit dem Dolch gehen. Auch schön, dass das vorbei ist. Der Schlürfer erwies sich als viel mehr als nur ein von Sarah Hawkins gemaltes Kunstwerk. Eine riesige Kreatur entstieg dem Gemälde, um Pierce anzugreifen. Nach einem erbitterten Kampf schaffte es Detektiv, das Monster wieder in das Gemälde zu verbannen. Später entdeckte er, dass der von ihm im Kampf benutzte Dolch von Algernon Drake, dem Besitzer der namenlosen Buchhandlung, an Sanders verkauft wurde. Pierce beschließt, dem Laden einen Besuch abzustatten. Ist das jetzt vielleicht der Typ aus der Taverne? Oh. Where is the bookseller? Freud's The Interpretation of Dreams. It's the work that laid the foundations of psychoanalysis at the beginning of this century. Darkwater History. Willst du nicht vorher eine Knarre kaufen? Ja, es wundert mich auch ein bisschen, dass der Detektiv unbewaffnet ist. Also nicht, dass eine Pistole gegen so ein Wesen wahrscheinlich geholfen hätte, aber gegen die Schmuggler und so. Another volume of the Reverend's wife's diary. Der Reverend ernannte sich selbst zum Propheten. Er wies Gott zurück und verehrte ein merkwürdiges heidnisches Wesen in monströser Gestalt. Seine Frau wollte ihn zur Vernunft bringen, aber ihre Mühe war vergebens. Er war überzeugt, dass er auf die Stimme in seinem Kopf hören müsste, weil sie die Wahrheit sprach. Ach, das ist Pandora. Ah, das Symbol kennen wir doch. Wie kommen wir dran? Handbuch zur Anatomie. Nochmal copy-pastet das Ganze von da drüben. Nee, kommen wir nicht ran.
strange amulet. I have a feeling I'd better not touch it. Ein merkwürdiges Amulett. Der Anhänger hat die Form eines großen Hundes. Ich weiß nicht, was er bedeutet. Vielleicht erfahre ich mehr, wenn ich den Buchladen durchsuche. Schon aus Gargoyle und Hund. Der Jagdhund. Da. Gut, gucken wir uns in anderen Räumen um. War die Kiste der Pandora so klein? Ich weiß nicht, ob es da wirklich eine akkurate Zeichnung von gibt. Und jeder hat das halt so interpretiert, wie er es wollte. Hat das eigentlich nur eine Quelle? Was von der... Nee, doch nicht. Ungewöhnlich weibliche Anatomie zu sehen. Also jetzt unter der Haut. Das Buch lesen. Das ist jetzt Band 1. Da waren doch alle Übel der Welt eingesperrt. In die mickrige Kiste passt doch kein Hydra oder sowas. Ja, waren es nicht nur alle Übel, sondern auch alle... Also am Ende war ja noch eine Sache in der Büchse der Pandora. Ganz klein, nämlich die Hoffnung. Also waren es nicht nur Übel, sondern irgendwelche Emotionen oder irgendwas in der Richtung. Aber ja, wir lesen auf jeden Fall. What does this strange book contain? This book contains unholy knowledge. Ja, das zweite Band haben wir schon gelesen, jetzt haben wir das erste Band auch noch. Und da ist der Schlürfer. Bisschen spät. Diese Sammlung kategorisiert und klassifiziert Wesen, von denen ich noch nie gehört habe. Gottheiten von den Sternen, Wesen, die durch Dimensionen reisen können. Das Buch präsentiert sich als Nachschlagewerk zu mythischen Kreaturen. Ohne zu benennen, um welches Mythos es sich handelt. So, und jetzt hätten wir wahrscheinlich genug Okkultismus, um Cat anders zu antworten. The Book of Zion is the foundational work behind Helena Blavatsky's Theosophical Movement. Its followers place truth on the same footing as a religion. Dieses Buch in der namenlosen Buchhandlung auf Darkwaters entdeckt, könnte gefälscht sein, aber genauso gut auch ein unwiderlegbarer Beweis für Blavatsky's Aufrichtigkeit. Tibetanische Schriften sind der Ursprung der esoterischen Bewegung, die Ende des 19. Jahrhunderts von Hilsen Blaschewitsch gegründet wurde. Stanas of Dyzan. Noch mehr Okkultismus, sehr schön. Ein Brevarium ist eine Kurzfassung, oder? Wegen Brevity? Das ist ein Hirn. Ja, das ist ein Hirn in der Buchhandlung. Okay. So, aber was hilft uns jetzt? Ach, schon mal diese. Das Problem ist jetzt, Piers weiß, warum die Lampen jetzt alle so komisch grün leuchten. Weil die Tran benutzen von irgendwelchen Kreaturen aus den Höhlen. What happened here? Let's start over. Where did they break in from? Blood. Seems like amateur work. Someone tall left this footprint. A man, probably. Fußabdruck, also barfuß? Oh, jetzt kommen die Fischmenschen. This burglar seems to be rather clumsy. What sort of thief leaves his tools at the crime scene? What killed all these animals? Das sind Kakerlaken? Ja.
What happened that made the burglar flee before finishing his work? Der Schutzsymbol. What the? Charles Hawkins? What's happening to Hawkins? What sort of power did Sarah Hawkins' painting possess? Sarah Hawkins helped hide something in this safe. Nicht nochmal? Drake put in a great deal of effort to hide whatever is in here. Everything is linked to the Sarah Hawkins case. Fertig. Guck mich trotzdem mal kurz mal, ob irgendwas anderes Kleines rumliegt. Dass er kommentieren möchte, aber schaut nicht so aus, nein. So, wir haben jetzt noch diese kleine Hundestatue und wir müssen hinter Pandora schauen. Things are not looking good. Nein, absolut nicht. Kind of chalice. Dieser Kelch sieht uralt aus. Er scheint aus Gold und echten Edelsteinen gefertigt zu sein. Ergeben die Rubine und Saphire ein besonderes Motiv? Das ist ein Code. Grün, blau, blau. Grün, blau, blau. Das ist überall identisch. Grün, blau, blau. Echtes Gold? Hat Pierce eine Tasche dabei? Na, wird sich Cat wahrscheinlich also dann Nagel reißen später. Mehr Geschichte. Ah, müsste aber auch aber ziemlich Ärger bekommen, wenn das hier irgendeiner von den Einheimischen sieht, oder? Arkham Editions. Never heard of them. Arkham Verlag. Eine Sammlung von Aufsätzen über amerikanische Folklore und urbane Legenden, geschrieben von Albert Wilmert, Professor an der Miskatonic University. Dieser Band ist Teil der Arkham Anthologie, einer wertvollen Sammlung von Abhandlungen und Arbeiten über Esoterik und das Übernatürliche. How many volumes are there in this collection? Mehr. Another volume by Arkham Editions. Arkham Editions. How many volumes are there in this collection? Sechs. Another volume by Arkham Editions. Acht. Arkham Editions. Never heard of them. How many volumes are there in this collection? Neun. Azathoth. Das sagt mir was. Eine Gedichtsammlung von Edward Pickman Derby. Jetzt können wir eventuell ran. Drake left instructions on how to find the combination of his safe. Eine Seite scheint hier versteckt zu sein. Darauf steht, wenn jemand diese Memoiren findet, besteht kein Zweifel daran, dass ich mich in ernsthaften Schwierigkeiten befinde. Meine letzte und einzige Hoffnung ist, dass mein Körper und meine Knochen sich noch in dieser Ebene der Wirklichkeit befindet, sodass sie gefunden und verbrannt werden können. Die Totenrune muss meiner lieben Mutter gegeben werden, sofern sie noch lebt. Die folgende Nachricht ist von größter Bedeutung. Wer diese Zeilen liest und denselben geistigen Scharfsinn besitzt wie ich, kann Zugang zu meinem wertvollsten Besitz erlangen. Es liegt in meinem Tresor und die Kombination ist in drei Walzen versteckt. Jede davon befindet sich dort, wo sich Leben und Studien in der Welt Griechenlands vereinen. Stift. Jede Walze ist nummeriert. Und wenn eine berühmte... Und wie ein...
Auch wenn ein berühmter Autor sagt, die Ordnung ist die Lust der Vernunft, aber die Unordnung ist die Wonne der Fantasie. Und in der Tat muss ich trotz meiner Vorliebe für organisiertes Chaos zugeben, dass am Ende meist die Vernunft siegt. Sollte eine Person oder eher ein Genie meinem Intellekt entsprechen und die Kombination für den Safe entschlüsseln, so bitte ich darum, dass der Inhalt zur sicheren Aufbewahrung meinem Freund und Kollegen Professor Armitage an der Miskatonic University übergeben wird. Der Inhalt dieses Tresors ist nicht nur ein riesiger Wissensschatz, sondern auch eine Waffe, die viel zu gefährlich ist, als dass er in die falschen Hände geraten dürfte. Ich hoffe, dass Sie die Gefahr erkennen und die der Inhalt darstellt und entsprechend handeln. In jedem Fall kann ich Sie weder führen, noch werde ich die Konsequenzen Ihres Handelns erleben können. Die Unordnung ist die Lust der Vernunft. Die Ordnung ist die Lust der Vernunft. Also vernünftige Menschen wollen Ordnung. Aber die Unordnung ist Wonne der Fantasie. Jede Walze ist nummeriert, auch wenn ein berühmter Autor sagt. Und in der Tat muss ich trotz meiner Folie für das Chaos zugeben, dass am Ende meist die Vernunft siegt. Also es ist keine zufällige Kombination. Okay. Wir haben noch den Kelch. Der sollte eh nochmal untersucht werden. Wir gucken uns gleich alles an, aber erstmal kurz. Gab es eine Frage, dass man sich den Kelch nochmal anguckt? Da. Kind of chalice. Dieser Kelch sieht uralt aus. Er scheint aus Gold und echten Rubinen, Edelstein gefertigt zu sein. Ergeben die Rubine und Saphire ein besonderes Motiv? Rubine ist rot, Saphire sind blau. Aber nur ein Dreieck. Eine Welle. 1, 2. Weiß halt kein König mehr. Das macht schwer. Unter den Rubinen. Unter den Rubinen sind manchmal 2-1 Golddinger. Es ist identisch unter jedem Rubin. Ja, sind auch außen geschwungene Blätter oder sowas. Da direkt drunter ist auch immer so ein Ding. Ich sehe da kein Muster. Vielleicht sollten wir uns die Walzen noch erstmal angucken, das könnte einen Hinweis geben. Also die Sammlung an Büchern ist ein Hinweis, das Schachbrett ist ein Hinweis und der Kelch ist ein Hinweis. Es sind drei Hinweise für drei Walzen. Is everyone on this island taking sleeping pills? What link did he find between Charles Hawkins and an old amulet? Das Symbol. Dieser Schlüssel, der das Symbol der Alten trägt, ist das einzige, das deine Psyche schützen kann. Er hat die Form eines zylindrischen Medaillons, das an einer schweren Kette hängt. Vor hunderten von Jahren wurde der Stern und der Ast, die die Kraft des der großen Alten zurückdrängen sollen, darauf eingraviert. Was? Der Stern und der Ast, die die Kraft der Alten zurückdrängen soll. Welche Kraft ist denn stärker als die der Alten? Alles darauf deutet darauf hin, dass Charles Hawkins ihn dem Vorbesitzer, einem ägyptischen Antiquitätenhändler, gestohlen hat. Das Datum vom Zeitungsausschnitt, den den Vergehen meldet, stimmt mit den Daten von Hawkins' letzter Reise nach Kairo überein. Es bleibt abzuwarten, ob er den wahren Nutzen des Schlüssels kennt. Versuche ihn zu finden. The Key of Relay. Also, es sind einfach nur Nummern.
Karte. Sechs ist es nicht. Schloss wechseln. Bestätigen. Nein. Oh, Affe. Also es sind, wie viele Bände? Another volume by Arkham Editions. 9. Arkham Editions. Never heard of them. Da ist 5, 9, 7, ja, okay. 1, 2. Also 9 könnte eine Zahl sein. An welcher Stelle? Keine Ahnung. Also 9 ist ein Hinweis. Eventuell. Oh, die Statue von dem kleinen Gargoyle-Ding da. Das könnte man irgendwo ranhängen, dann zeigt das vielleicht auf was. Ergeben die Rubine und Saphire ein besonderes Motiv? 5. Also 4. Quatsch. Also, es ist ein V. Das umgedreht ist und das wäre eine römische 5. Eventuell. Also, an den Haaren herbeigezogen hätten wir bisher 9 und 5. Aber auch nicht bekannt, in welcher Reihenfolge. Das ist ein 1, 2, 3 Stück. Okay, sagen wir mal 9 und 5. Things are not looking good. Okay, wir wollen den König oben. Schachmatt setzen. Die Dame wird gerade bedroht von dem schwarzen Springer. Der weiße Turm wird bedroht von der schwarzen Dame. Der weiße Springer wird bedroht vom schwarzen Turm. Der untere weiße Springer wird nicht bedroht, kann aber keine Figur schlagen, die nicht gedeckt ist. Ist Schach ein griechisches Spiel? Aber wir sollten uns an griechische Dinge halten zwischen Leben und noch irgendwas. Kann es sein, dass das nicht griechische Walzen, sondern Bücher sind? Was meinst du? Die Kratzer sehen wie Strichmännchen aus. A kind of chalice. Oh, warte. Die Kratzer da. Ja, es ist... ein V, da ist aber noch ein Strich drüber. Da geht's auch runter. Also es ist quasi ein X, der oben geschlossen wurde, das oben geschlossen wurde. Ja. Aber eine 10 können wir nicht eingeben. Also 0, ja, aber... Hier ist eigentlich auch ein Kratzer runter. Ja. Kratzer hier, das ist ein... Ich muss noch kurz die Notiz durchlesen.
größte Bedeutung. Wer diese Zeilen liest... Aha, er liegt in meinem Tresor und die Kombination ist in drei Walzen versteckt. Jede davon befindet sich dort, wo sich Leben und Studien der Welt Griechenlands vereinen. Ach so. Mit Walzen sind wirklich nicht das Zahlenschloss gemeint, sondern es sind Walzen, also Zylinder, die man öffnen kann oder drin ist etwas. Oder? Hm. Okay, sind dort versteckt, wo sich Leben und Studien in der Welt Griechenlands vereinen. Wir hatten auch öfters hier solche Pergament, also nicht die Pergamentrollen selber, sondern die Dinger, das da. Das können wir auch eine Walze nennen? Nein, eine Walze ist eigentlich massiv, oder? Kann man nicht mit interagieren. Also da ist eine Walze und die zeigt... Okay. Pierce dreht schon langsam durch und macht überall Verknüpfungen. Mhm. So, da ist noch eine Walze. Die zeigt auf die... Hier sind ganz viele Walzen. Okay, nee. Ganz viele von den Dingern hier. Zeigst auf die 1. Ein Pergamentbeutel. Ja, aber ist auch walzenförmig, oder? Und die sind hier überall. Das wird nur Deko sein. Warum? Als Walzen kenne ich diese Tresore mit Buchstaben und Zahlen drauf. Na, hier drin im Tresor ist ein Zylinder, der sich dreht und dann einrastet. Aber er halt hat gesagt, dass die Walzen versteckt sind. Leben und Tod. Key of Riley. Also Anatomie assoziiere ich schon mit dem alten Griechenland. Also Lehren über Anatomie. Aber hier sind überall solche Zeichnungen. Bei dem Schachspiel bin ich mir nicht sicher, ob Schach daher kommt oder eher aus dem Arabischen. Oh. Nehmen wir doch die hier. That Drake tried to hide. I should perhaps listen to them. Also wir brauchen jetzt wieder so ein Phonogramm. Gold. Da ist es. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. Okay, das sind die Rubine. Rubine sind 1. Also sind die erste Kombination.
Und es sind... The Chalice of Knowledge. Hier fangen wir an. 1, 2, 3, 4, 5 Rubine. Schach wurde erfunden mit den Getreidekörnern. Du meinst das mit dem Duplizieren? War es nicht mit Reiskörnern? Denn wir sind China. Und nicht Griechenland. And these red drops, like precious. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our white queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Okay, wer bedroht welche Dame? Weiß oder Schwanz? I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our white queen from their dark souls. Okay, die weiße Dame wird bedroht von... And my will strengthens as my apprehension grows. Nur von dem schwarzen Springer. Eins. Weil Bauern können die frontal oder seitlich schlagen. Der andere nur schräg. Der Läufer. Und nur der Springer bedroht. Die Dame kommt nicht ran. Ich schreibe mal 1 auf. Bei 2, also 5, 1 sind wir bisher. Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent. 9. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seemed particularly relevant to my research. I never tire of browsing through them. Okay, 519. Als Zahlenkombination hatten wir schon mal irgendwo, ne? Wikipedia sagt vermutlich Indien, dann über Persien nach Europa. Ah, okay, danke. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our white queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Alle Weißen, die noch übrig sind, um die weiße Dame zu beschützen, weil ja kein weißer König mehr da ist, aber das Spiel trotzdem noch weitergeht. Also dann 3, also 5, 3, 9. Aha. Das war ein Wälzer. Wieder eingewiesen. In der namenlosen Buchhandlung verfolgte Pierce die Spur eines versuchten Einbruchs. Er entdeckte, dass Charles Hawkins hinter dem Einbruch steckt. P
Pierce öffnete den Tresor des Buchhändlers und fand, was dieser und Sarah Hawkins darauf aufbewahrt wollten. Ein menschenhautgebundenes Buch lag im Tresor und zog den Detective unwiderstehlich an. Als er es öffnete, wurde sein Geist an einen anderen Körper projiziert. Oh, das habe ich auch schon mal gelesen. Und dann sind wir in einer ganz anderen Bücherei aufgewacht. In einem ganz anderen Körper. Aber scheint hier anders zu sein. Grüner Sauron. Dr. Colden, this man's condition is deteriorating. What says Dr. Fuller? It's his patient, after all. He's busy with Captain Fitzroy. He specifically asked us not to bother him when that's the case. Oh, of course. I'll see what I can do. Mr. Blake, can you hear me? I'm Dr. Colden. We'll take care of you. There's nothing we can do. I tried talking to him. He's catatonic. Pierce heißt mit Nachnamen Pierce, richtig? Very well. I'll examine him. 30-year-old subject. Severe hypothermia. Erythematous papules around the eyes and eardrums. Necrosed palpebral tissue. Lord, this smell. His skin shows abnormal loss of color and seems dried out. He's totally dehydrated. His fingertips and toes seem to feature a slight ring under the skin. Tender at the touch. Slightly sticky. Severe malnutrition. Swollen abdomen with traces of petechia. Doesn't seem like an edema. Slight protuberances seem to indicate the presence of a foreign body. So, doctor, an opinion? I'm not sure I have the necessary knowledge to treat this man. Don't say that. You're our most worthy doctor after Dr. Fuller. Some of his symptoms are beyond my comprehension. What did you find? Er hat etwas im Bauch. Did you examine his abdomen? It would seem there's something inside. He hasn't eaten in days. Are you certain it's not an edema? No. Can't you recognize an edema? Pushing with your finger won't leave a trace. And look at these bumps. It's not like he could be pregnant. Whatever it is, this man has something inside him that shouldn't be there. We should operate on him at once. Dr. Fuller said not to worry, that the edema would go away by itself. You know, I'm not sure Dr. Fuller is telling the truth. I see signs of hypodermoclysis, but he's still dehydrated. When was his last IV? He's constantly under perfusion. I've even gone beyond the recommended dose to no avail. And you won't believe me, but when we bathed him earlier... He seemed to feel better? Yes. Like he needs an aquarium, not a perfusion. But that doesn't explain his condition. Ja, das ist ein Fisch an Land. In spite of the muscle contractions, his arms seem limp. Yes. They can't have decalcified, not at this rate. And yet, if there is a bone in this arm, it's softer than that of a newborn baby. What about his cranium? It's soft at the touch. It does seem like the skull of a baby. Look at these sticky rings growing at his fingertips. What can be happening? I'm sure you'll find an explanation. You have to. I almost don't believe it myself, but these symptoms are not those usually associated with the human species. What do you mean? Don't tell me you believe in extraterrestrials. No. This poor man is from our world, all right. But his body is undergoing unnatural mutations, and this transformation is killing him. His body simply can't cope. Where could he have gotten such an infection? I pray that it's not here. Dr. Colden,
May I know what you're doing to my patient? What I'm doing? How about what you've done to him? Let us calm down, my dear Marie. I don't appreciate your tone, nor your insinuations. I've done to him what I do to all my patients. Provide him with the best available care. Your imagination is without limit. It's your homemade drug again, is it not? Those people are not your guinea pigs. There, there. What have you seen to put you in such a state? His limbs, his body temperature. I don't know what experiments you've undertaken, but this is going too far. Oh, I sense some excitement beneath your indignation. Could it be you wish to join me in my scientific endeavors? You are a brilliant physician, Dr. Fuller, but this man has the attributes of some kind of animal. Fascinating. An animal, you say? Could you be more precise? Cephalopod, perhaps. This amuses you. Your reaction does. I know your thirst for knowledge, Doctor. It's your innocent worries for this man that have you overreacting. For this man, and the others whose medical files you've been hiding. I have to protect my discovery. These people owe me their life, but the world isn't ready yet. It will be, in time. I will not let you do this. You disappoint me, Marie, but I still have hope you'll one day share my point of view. In the meantime, take care of your own patients and try not to forget who you're dealing with. Was that a threat? Yep. What did he mean? It was a warning. Dr. Fuller is this institution's founder and one of our profession's most influential voices. My word is of no weight against his. If I continue to protest, I will only ruin my reputation and career. It's scandalous. Can't we do anything? Is there no evidence of his crimes? Oh, that evidence exists. I'm sure of it. I need to find the missing medical files. And where would you find those? In his office? What if you get caught? I'd rather not think about that. I'm counting on your discretion. Of course, Doctor. You can count on me. I'll keep Mum. Ich fand ein Buch im Tresor des Buchhändlers. Irgendetwas stimmte damit nicht. Es roch nach Tod und Verwesung. Mich überkam ein ungutes Gefühl. Ich las darin, um zu verstehen, was ich empfand. Doch was passierte danach? Wo bin ich? Nee, du bist im Körper von dieser Doktorin wieder in der Irrenanstalt. Die Frage ist nur, wann? No, you're pulling my leg. I'm not joking. I saw the schedule. She's alone in the bathroom again. And she still says nothing to that old witch, Donovan? Oh, listen to the way you talk, you naughty girl. And the answer is no. You can imagine that she doesn't dare say a thing. That silly goose lets herself be trodden on. Oh well, at least we won't have to clean for a while. And just wait and see the next time the water's cut off. It's a real show. Also wie bevor Pierce da war, würde ich sagen. Sieht alles noch wesentlich ordentlicher hier aus. Hier haben wir angefangen. It's so unfair. An unknown medicine. Judging by the other ones, it causes heavy side effects. Das heißt, die Frau hier ist entweder tot oder hat die Insel verlassen. Weil wir haben sie nicht gesehen bisher. Allgemein waren nur noch eine Handvoll Pfleger und sonst nur eine Handvoll Patienten. Nicht so viele wie jetzt. Also hat er ganz fleißig rumexperimentiert, bis fast keiner mehr da war. Dr. Colden? He broke his back in an accident down by the docks. Ah, the whaling station. What's wrong with me? What are you talking about? Doctor, is that you? Yes, it's Dr. Colden. Tell me what happened. It's the old whaling station. See? The one that hides the smuggling business.
Oh no, not them. They don't go on that side of the island. Everyone in his place. The captain on one side, Cat on the other, and me. Well, I've been to the whaling station, I have. What did you see there? Nothing. Nothing at all. The floor was all rotten and I fell straight through. And that's how you broke your back?